Wenn nicht sogar mehr. Hey, jetzt noch gefehlt, dass es regnet in 2 Minuten. Gut, vielleicht probieren wir. Wir haben gerade ein paar Probleme mit der Software. Bleib ein paar Minuten im Wagen sitzen, während wir alles neu starten, okay? Tu ich. So. Alles bereit. Bleibt mir auch nichts anderes übrig, als im Wagen zu sitzen, während die irgendwas prüfen. Gut, erster Plan ist natürlich in Q2 zu kommen. Und in Q2 ist dann am besten mal wieder so ein Platz 11, glaube ich, drin. Da habe ich freie Reifenwahl und eine gute Platzierung. Also den Rivalen habe ich jetzt extra nicht genommen, weil Alonso ist eigentlich kein Gegner für uns. Die haben ein viel besseres Auto. Ja, nur manchmal Glück, vor denen zu landen. So, nichtsdestotrotz wollen wir jetzt mal eine gute Runde hinlegen. Er ist auf Rang 7. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:33,6. Schlechter Start, aber ich komme da irgendwie nie aus der Kurve raus. Hat auch nicht viel zu sagen. Okay. Wir sind vor Alonso gelandet, erstmal. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Extra nicht auf der Ideallinie gewesen, aber er auch nicht. So, wo ist denn unser Teamkollege jetzt? Der ist immer noch auf der ersten Seite, ich Idiot. Er ist auf Rang 14. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:33,6.
5,6. Ja, ich glaube, damit sind wir schon mit 2 Sekunden schneller. Da sind wir schon. Wir haben schon eine gute Zeit jetzt. Ricardo liegt vor dir. Er ist in die Boxengasse abgebogen. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,31,5. Diese 4% angefahrene Reifen sind noch in Ordnung. Mehr will ich aber auch nicht. Ich fahre jetzt schön langsam in die Box. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Okay, und wenn ich schneller sein möchte, kann ich auch einfach mal weniger Benzin mitnehmen, weil ich glaube, ich habe anscheinend viel zu viel mitgenommen. Gut, Freunde. Ich glaube, die Runde könnte gut genug gewesen sein, um in Q2 zu kommen. Hoffe ich zumindest mal. Und ich drehe mal am Rad. Bringt zwar nichts, aber das dauert auch mal so lange, hier reingestellt zu werden. Schnallen wir uns schon mal neue Reifen auf, falls wir doch noch fahren müssen. Das kann ja gut sein. Denn ich glaube, so ein bisschen so ein Vettel wird noch vor uns sein. Da ist irgendjemand gar nicht gefahren. Da werden noch ein paar vor uns sein und das ist mir dann zu riskant hier. Obwohl, bis jetzt bin ich auf 10. Komm, wir machen mal Risikovariante. Fahren nicht mehr raus. Und sind 12. So. Glück gehabt. Glück gehabt. Und wenn ich meinen Bart durchkämme, warten wir darauf, hier endlich mal ein bisschen weniger Benzin reinzu. 3,1, das ist dann sozusagen die Mitte. Und neue Reifen musste ich jetzt ja eh drauf haben. Auf Gelb brauchen wir nicht fahren, die verschwenden wir jetzt mal nicht. Ja, und dann fahren wir mal raus. Fertig. Um uns einen guten Platz 12, den wir gerade schon hatten, am besten, oder besser noch 11 zu besorgen. Besser soll es nicht sein, weil dann haben wir keine freie Reifenwahl und die hätte ich gerne. Ausnahmsweise mal. So. Dann Q2. Schön langsam, schön Reifen sparen, Gummi sparen. Wir haben ja noch Zeit, wir haben noch knapp 13 Minuten. Können wir auch nochmal rausfahren, wenn wir wollen. Thank you.
Booster und Vollgas. Ich glaube, ich könnte da in vorm Start nochmal richtig Zeit gut machen, wenn ich da besser rauskommen würde. 1:31,6 oder 7 sind wir, glaube ich, vorhin gefahren. Das möchte ich natürlich jetzt gerne schlagen. Aber so schon mal nicht, glaube ich. Schlechte Runde. Bisschen ins Schleudern gekommen sogar. Da muss ich auf jeden Fall noch mal rausfahren. Fahre ich auch gar nicht zu Ende, das war richtig schlecht. Das war ja wohl mal richtig schlecht, oh Mann. Nix gut, Freunde, nix gut. Ja, da fahren wir nochmal raus mit neuen Reifen. Ein paar haben wir ja noch. Wir versuchen es jetzt mal besser zu machen. Traurige Veranstaltung ja gerade gewesen. Ganz traurige Veranstaltung. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Ich kann doch nachgucken, auf welchem Platz der gelandet ist. Ich habe jetzt nämlich nicht geguckt. Also Jeff, wirklich. So, da muss ich mir aber einen neuen Ingenieur oder was auch immer er ist suchen. Gut, dann noch eine Runde jetzt bitte. Und go!
Den schon mal, auf jeden Fall schon mal besser als die Runde vorhin. Aber nicht perfekt. Scheiße, bin ich hier wieder voll verkackt. Viel zu spät gebremst. Elfter. Wenn ich das halten könnte, wäre das perfekt. Aber ich glaube, die drehen gleich nochmal schnellere Runden. Und dann sind wir im Arsch. Wie man so schön sagt. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Ricardo vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 31,8. Okay. Vettel hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,31,8. Das ist so minimal aneinander. Ich glaube, da landen wir noch weiter hinten. Ich habe jetzt keine Reifen mehr und ich will auch keine mehr anfahren. Deshalb bleiben wir jetzt einfach mal und hoffen, dass wir den 11. Platz kriegen. Mindestens den 12. Motor ist schon bei 58%. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ich hätte natürlich noch, ne? Da wäre noch Verbesserung möglich. Auf jeden Fall. So, aber die Box. Und hoffen, dass wir den 11. Platz halten können. Flutauberge. Tralala. So. Okay. Dann schieb mich mal rein, Jungs. Und dann kann ich eigentlich auch jetzt schon die Session beenden. Dann brauchen wir uns das Ganze da nicht mehr angucken. Wir sind ein bisschen schneller. Ich fahre eh nicht mehr raus. Und hoffen wir mal, dass wir einen schönen Platz bekommen. Schönen 11. Platz. Und 13. Okay, ist auch noch okay. Vettel echt noch schneller gewesen. Hätte ich nicht mehr gedacht. War na gut, 13. ist auch gut. Ist auch ein sehr guter Platz, den man da bekommen hat, will ich mal sagen. Mehr als unser Wagen eigentlich möglich macht. Jetzt habe ich schon wieder nicht geguckt, was unser Teamkollege für einen Platz hat, aber das kriegen wir gleich eh vorgesagt. Wärme macht müde. Ist bei mir zumindest so. Wenn mir warm ist, bin ich auch ziemlich müde. So, wir können zum Rennen, würde ich sagen. Wir können direkt zum Rennen.